Servus und hallo, ich bin euch noch einen Druckreiniger schuldig. Und zwar ist der vierte im Bunde, der Bosch Fontus 18V, nun auch eingetroffen. Und den stelle ich euch jetzt mal in einem Unpacking-Video vor. Allerdings werde ich den dann auch gleich draußen an meinem Rad gleich mal ein wenig testen. Mein Rad hat es nötig, aber zuvor packen wir jetzt einfach mal aus und schauen, was das so im Lieferumfang dabei ist. Wir haben jetzt erstmal eine Zubehörkiste. Dann haben wir noch Stopfmaterial. Hier haben wir den Spritschlauch. Und dann das Gerät. Mal schauen, dass ich den da jetzt rausbekomme. Dazu drehe ich den jetzt erstmal. Gut, das ist das Gerät und das war es dann erstmal soweit. Ja, dann schauen wir am besten mal, was wir hier drinnen haben. Da haben wir jetzt schon mal den Akku, dann das Akkuladegerät und dann tun wir es ein bisschen rüber und Gebrauchsanweisung. Mehr haben wir jetzt in dem Fall gar nicht. Der Bosch ist also ein sehr kompaktes Gerät. Die ganze Technik und der Tank ist also hier inklusive. Hier kann man, wenn man Wasser reinfüllt, sehen, wie hoch der Wasserstand ist. Insgesamt umfasst jetzt der Behälter 15 Liter. Dann kann man den hier aufklappen. Ich hoffe, man kann es sehen. Hier haben wir jetzt einmal noch so einen Bürstenkopf dabei und dann die Pistole. Zur Pistole kann ich gleich mal dazu sagen, da haben wir jetzt hier verschiedene Spritzdüsen gleich inklusive, die kann man verstellen, einfach durch Drehen. Das sieht hier auch nochmal so. Es sind insgesamt drei verschiedene Stufen, also das heißt, wir haben hier den harten Strahl, dann ein bisschen so einen Streustrahl und dann eben noch die Gießkanne, mit der, wo man dann zum Beispiel am Anfang, wenn man wäscht oder zu waschen beginnt und der Schmutz, der ist schon ziemlich fest am Rad dran, dann kann man erstmal so leicht das Rad befeuchten, damit man dann mit dem stärkeren Strahl bzw. mit dem Streustrahl die groben Schmutzpartikel besser runterkriegt. Praktisch ist an dem Gerät auch noch hier dieser Ziehgriff, den man einfach nach oben schieben kann. Und so kann man dann bequem den Druckreiniger über zwei Rollen wie einen Rollwagen hinter sich herschieben. Dann stecke ich den Bosch jetzt einfach mal zusammen. Da ist nicht viel dabei. Wir brauchen also als erstes mal den Spritschlauch. Der wird jetzt einmal hier einfach angesetzt, reingedrückt und gedreht. Dann ist der schon fest und das gleiche machen wir dann nochmal hier an der Pistole. Einfach drücken und in die richtige Richtung drehen. Dann haben wir das schon mal erledigt. Dann geht es weiter mit dem Akku. Den tun wir jetzt mal. Der kommt hier an der Rückseite rein. Hier einfach eingesteckt, draufgeschoben, zack, fertig. Das war's dann eigentlich schon. Der Bosch Fontus ist so eigentlich schon fast einsatzbereit. Brauchen nur noch hier Wasser einfüllen. Interessant ist hier auch, wenn wir hier jetzt nochmal aufschrauben. Der hat hier nochmal so einen zweiten Deckel. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen, wo nochmal ein Adapterstück dabei ist für einen Gartenschlauch. Also man kann dann direkt auch über den Gartenschlauch das Wasser einfüllen. Oder wenn man jetzt sagt, die 15 Liter sind einem zu wenig, dann kann man hier auch langsam immer Wasser nachlaufen lassen. Finde ich praktisch, cooles Tool.
Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal raus und schauen, wie sich der Bosch vom ersten Eindruck in der Praxis schlägt. So, und da bin ich auch schon wieder. Also die Bedienung ist wirklich intuitiv einfach. Wir haben hier den Einschaltknopf, der ist einfach hier oben platziert. Einfach einschalten und fertig. Und dann haben wir auch noch was Interessantes. Wir haben drei verschiedene Druckstufen, also leicht, mittel und dann richtig Power. Insgesamt liefert der Druckreiniger bis zu 20 Bar. Das ist jetzt vom Druck her so, weil es heißt ja immer, man soll jetzt sein Rad nicht unbedingt mit einem Hochdruckreiniger reinigen, aber der Druck von 20 Bar, da sehe ich persönlich jetzt keine Bedenken, denn in der Regel sind auch sämtliche Lager heutzutage ja Kompaktlager und eigentlich schon ziemlich wasserdicht. Ich habe jetzt für mein Rad ungefähr 10 Minuten gebraucht. Habe in diesen 10 Minuten den 15-Liter-Tank komplett aufgebraucht. Allerdings reicht das auch völlig aus. Für ein Rad auf jeden Fall. Also mein Rad war dann gut grundgereinigt und dann gehen wir sowieso nochmal mit dem Tuch drüber, um den Restschmutz dann, sage ich jetzt mal, noch zu entfernen. Also ich finde den schon mal auf jeden Fall gut. Den kompletten Test mit allen technischen und praktischen Daten findet ihr dann in der nächsten Ausgabe Gravel Fun. Die erscheint Ende April 2023. Den Link zu allen aktuellen Ausgaben findet ihr unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr kostenlos lesen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.